Hallo und Servus. Heute geht's um eigentlich mehr so, ja, WordPress installieren und so. Also nicht installieren, sondern mal die Grundeinstellungen machen, wie ich den ersten Beitrag, den ersten Artikel und so Zeug zu stellen. Und ja, dann fangen wir mal an. Dafür gehe ich jetzt auf meine Website. Das ist deine Website. Und dann mit dem Schrägstrich wp-login.php. Aber bevor wir es mal uns anschauen, schauen wir uns erstmal die Website an. Ich weiß nicht, wie weit wir das letzte Mal gekommen sind. Ja, das ist meine zurzeitige Website. Oben steht einfach Compact Studio Pro. Und es wirft uns da zu der Beispielseite. Jetzt Startseite, das ist da oben, das ist ja auch ganz nützlich. Ja, aber ansonsten finde ich das vom Design her ist nicht so wirklich prickelnd, bis auf dass es so aufgeht. Aber das müssen wir auf jeden Fall noch rausnehmen, das Bild. Dann rechts, das tun wir auch ein wenig anders machen. Und unten, ja, das kommt aber alles anders mal. Da stelle ich mal ein Design darüber. Ja, also tun wir vom Internet Design downloaden und dann einfach ein schöneres Design uploaden. Weil das ist nicht wirklich das Schönste. Es gibt schönere, meiner Meinung nach. Und ja, dann fangen wir jetzt aber heute erstmal mit was anderem an. Und zwar die Grundeinstellungen. Ja, das ist jetzt eigentlich die WordPress-Innenseite. So sieht es am Anfang aus, wenn man sich das erstmal einloggt. Da hat man gleich einen ersten Kommentar. Dann hat man schon einen ersten Artikel und eine erste Seite und eine erste Kategorie. Zuerst kümmern wir uns mal mit was fangen wir an? Ich erkläre euch erstmal Kommentare. Ja, also man kann Kommentare hinterlassen, falls es freigegeben ist. Und seht ihr schon, hier ist schon das erste Kommentar. Das verschiebe ich jetzt allerdings in den Papierkorb. Und im Papierkorb muss man oben nochmal draufklicken. Und dann da auf endgültig löschen. Demnächst kommt auch nochmal dazu, wie man so ein Anti-Spam-Bot installiert. Weil auf meiner Internetseite sind vor kurzem noch so mindestens 500 Kommentare am Tag reinkommen. Und das ist, also, es ist alles Spam. Es hat haben nicht echte Menschen geschrieben, sondern einfach einen Computer. Und zurzeit wird das alles gelöscht. Tut mir leid, ich war gerade weg. Ich weiß nicht mal, wo ich aufgehört habe, deswegen. Ich musste gerade dringend weg. Das Telefon hat geklingelt. Und ja. Ja genau, wir waren bei Kommentaren stehen geblieben und auf meiner Seite ist auf jeden Fall die ganze Zeit Spam-Kommentare und zurzeit habe ich das unterbunden mit einem Plugin. Das kommt demnächst, welche Plugins ich dafür installiert habe. Die Plugins an sich kommen so in so 2, 3, 4 Folgen. Obwohl Kommentar-Plugin könnte schon in der übernächsten kommen. Das sehe ich dann mal. Nein. Heute kommt das Design ist, wir gehen jetzt erstmal von oben nach unten, ich sag. Kommentare haben wir jetzt schon bearbeitet, Artikel, haben wir auch einen Artikel, das kann ich euch mal zeigen. Das ist quasi dafür, warte mal, das ist bestimmt auch so. Da, das ist ein Artikel. Und wenn ich jetzt dann mehrere Artikel veröffentliche, erscheinen die alle untereinander bzw. übereinander. Und ja, genau. Anders ist es nicht. Es erscheinen einfach hier immer nur die ganzen Artikel. Und da kann ich dann auch die Inhalte einstellen, ob das auf der Home-Seite, auf der Beispielseite oder auf welcher Seite es geschehen soll. Und die Artikel, das habe ich bei meiner Inhaltsseite ganz gut gemanagt. Zeige ich euch auch mal. So. Jetzt bin ich gleich drauf. Das dauert ein bisschen zur Zeit. Da, wenn ich jetzt unter YouTube gehe, dann kommen die ganzen Artikel, ist es wegen veraltet, weil, wie gesagt, zurzeit sind ein paar Hacker drauf, und die tun die ganze Zeit Kommentare und deswegen sehe ich auch jetzt nicht so extrem ein, dass ich das immer aktualisiere. Dafür gibt es ja YouTube. Und da sind dann nacheinander die ganzen Artikel. Kann ich jetzt mal öffnen da. Dann sieht man halt, da kann man unten auch einen Kommentar hinterlassen. Inzwischen muss man angemeldet sein. Und ja, da kann man einfach einen Kommentar hinterlassen. Und das Kommentar hinterlassen geht ganz einfach da, wenn man sich angemeldet ist, einfach draufklicken und dann einen Kommentar schreiben. Und so sieht ein Artikel aus.
Und es ist dann quasi in einer extra Unterseite, Unterinnerseite, so ungefähr. Und die werden dann alle auf einer Internetseite angezeigt, unter YouTube. Und kann ich hier alle dann nach der Reihe runter scrollen. Das ist nützlich halt hierbei. Kann ich Read All Articles anzeigen. Da kann ich jetzt auch ganz einfach, ich habe das halt mit YouTube gemacht. Ihr könnt jetzt ja auch, meist weiß ich, ach, gestern kam das neue iPhone raus und morgen kommt das neue S3 raus, so Artikel darüber veröffentlichen, oder der Baum ist schöner als der andere. Keine Ahnung, also was halt gerade so in der Umgebung los ist. Ja, komische Beispiele heute. Und das ist auf jeden Fall der vorgefertigte Artikel. Und den lösche ich jetzt auch. Einfach da drüben auf in den Papierkorb legen. Dann ist er in den Papierkorb. Und dann da drauf. Und endgültig löschen, übernehmen. Dann ist er auch weg. Das war's jetzt zum Artikel. Wir werden jetzt auch gleich unseren ersten Artikel mal. Nee, das machen wir später. Ich gehe jetzt erstmal alles so ein bisschen durch und erkläre es euch. Eigentlich könnt ihr es auch selbst angucken. Mediathek, das habe ich noch nie benutzt. Das ist für Bilder und so. Links habe ich auch noch nie weiter benutzt. Dann kommen wir zu Seiten. Das ist das, wo ich jetzt eigentlich einsteigen will. Oh, dann gibt es schon eine Beispielseite. Das ist die hier. Da ist einfach irgendwas genannt. Diese eine Beispiel, eine statistische Seite. Und es ist nichts Besonderes, wie man sieht. Dann kann ich jetzt einfach auf Papierkorb. Und im Papierkorb endgültig löschen. Dann ist sie weg. Und jetzt erstellen wir unsere erste Seite auf unserer Internetseite, also Unterseite, so ein Tab, wie heißt denn die? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall stellen wir uns jetzt da so ein Ding. Wenn ich jetzt hier die Seite jetzt aktualisiere, ist das jetzt hier weg. Wie man nur sch sehr schwer erkennen kann. Und ja, ich tu jetzt mal gucken. Ja genau, und dann bei der Artikel kommt halt eine Fehlermeldung, weil es noch keinen Artikel gibt. Da bei der Seite, was könnte ich da nennen? Sonst, Impressum. Das ist jetzt schon eine sehr gute Anspielung auf das, was mal kommen wird. Jede Internetseite braucht ein Impressum. Das kommt auf jeden Fall, sobald wir eigentlich sollte es wirklich jetzt demnächst kommen, aber ich will jetzt erstmal das ganze WordPress durchhaken und dann, was eigentlich eine Internetseite so ungefähr haben muss, beziehungsweise Erweiterungen und Plugins, sowas. Und als es kommt demnächst auch Impressum, weil jede deutsche Internetseite braucht ein Impressum. Da gibt es dann zwar auch Ausnahmen, aber die werde ich jetzt halt nicht nennen, weil macht euch einfach ein Impressum, dann könnt ihr nicht verklagt werden und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja. Und das Impressum, das steht normalerweise einiges drin. Ich lasse das jetzt mal leer. Ich schreibe Test Impressum Doppelpunkt dies. Das Impressum wird in den nächsten Tagen veröffentlicht. Punkt. Und dann einfach auf Veröffentlichen. Gut, da kann ich jetzt. Oh, das ist jetzt ein Fehler gewesen. Dann konnte ich da drüben auch editieren, wann ich das veröffentlichen will, dass es ungefähr, also am 17. Oktober um 19.10 Uhr veröffentlicht wird. Und nicht jetzt schon um 17.11 Uhr. Das konnte ich einstellen. Dann kann ich Sichtbarkeit einstellen, das ist, wer es alles sehen darf. Und Status ist, ja, veröffentlicht halt. Dann gibt es dann noch, ja genau, wo es angezeigt wird, an der Standard-Template, das ist hier oben. Dann kann ich es noch Sidebar, das ist dann hier rechts. Oder Showcast, keine Ahnung, wo das ist. Ist aber für jedes Design anders. Reihenfolge mache ich jetzt mal auf 1. Dann aktualisiere ich es jetzt trotzdem nochmal. Genau. Dann können wir mal auf Dashboard wieder gehen. Dann sieht man hier, dass ich eine Seite habe und eine Kategorie. Klicken wir jetzt mal auf Kategorie.
Und allgemein, jetzt nenne ich eine Kategorie, wie nennen wir die? Die nenne ich jetzt, zum Beispiel bei mir gibt es die Kategorie YouTube. Ihr könnt eine Kategorie Bilder machen. Ich mache jetzt mal eine Kategorie Bilder. Nee, sonstiges mache ich jetzt. Dann Slug, nix. Übergeordnet nix. Beschreibung. Hier wird das sonstige von meiner. So, eine neue Kategorie erstellen. Dann könnt ihr auch so einfach eine neue Kategorie erstellen. Ist auch ganz nützlich, nämlich für Artikel. Das war jetzt eigentlich der Überbegriff Artikel. Und Artikel sind, haben wir auch ganz am Anfang schon gesehen, unter Home aufgelistet. Werden wir jetzt auch gleich nochmal etwas ändern. Dafür erstellen wir, sorry, jetzt erstellen wir erst nochmal eine Seite. Und das nennen, erstellen. Die nenne ich Neuigkeiten. Und dann einfach auf. Ja, genau, kann ich auch Attribute auswählen, dass es unter Impressum geschehen soll. Das sieht dann, warte mal, ich habe meine noch offen, oder? Ja. Dann sieht es so ungefähr so aus. Also es ist dann da unten drunter. Wenn ich jetzt da drauf gehe, dass ich erst dann das Zeug sehe. Genau, dann gehe ich jetzt mal auf Veröffentlichen. Neuigkeiten ist 3, also jetzt in dem Fall nach Impressum, also 2. Dann Veröffentlichen. Dann kann ich wieder auf Artikel gehen. Und ich erstelle einen Artikel. Und das Wichtige ist hier, also es gibt eigentlich nichts Wichtiges, sondern jetzt sage ich mal, der neueste PC. Punkt, 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 Punkt. Und jetzt gibt es hier die Kategorien. In diesem Fall schiebe ich es unser Sonstiges. Und Formatvorlage ist jetzt, können wir jetzt auch was auswählen. Ich nenne Kurzmitteilung, nee, Standard. Und dann sofort veröffentlichen, das kann ich euch jetzt mal zeigen. Können das Datum und so alles auswählen. Ja. Und Passwort geschützt, brauche ich mir jetzt auch nicht. Also einfach veröffentlichen. Ja, jetzt wenn ich die Internetseite angucke, kann ich hier oben auf links drauf gehen. Ich weiß jetzt eigentlich sehr viel zu einer sehr kurzen Zeit erzählt. Ja, jetzt ist auf jeden Fall der neueste PC und Punkt, 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 Punkt. Aber es ist auf Home. Ich will es hier unter Neuigkeiten haben. Unter Neuigkeiten zeigt er noch gar nichts an. Oh, ich habe jetzt sogar noch einen Fehler gemacht. Gehe nochmal auf Seite. Und jetzt Neuigkeiten editieren. Ah. Jetzt zeigt es halt unten noch gar nichts an. Das kann ich ganz einfach ändern, indem ich Option einblenden gehe und jetzt da oben mal auf alles mache. Und dann zeigt es da mir viel mehr unten an. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Option einblenden, also quasi unter alles, was ihr wollt, aktivieren. Ich habe immer alles aktiviert. Und dann gehe ich da drauf auf Diskussion, erlaube ich Kommentare erlauben, nein. Und dann Titelform. Das können wir auch einstellen. Und da was im Schrägstrich, was erscheinen soll. Also da in dem Fall Neuigkeiten soll erscheinen. Und ja. Dann auf Aktualisieren. Ist ein bisschen durcheinander, aber damit müsst ihr jetzt einfach mal leben. Wenn wir jetzt schon dabei sind, erstellen wir gleich noch eine neue Internetseite. Und die nenne ich YouTube. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich euch was zeigen wollte. Ihr könnt auch einfach einen Artikel bloß nehmen. Aber jetzt geht gerade auf, es ist dasselbe Prinzip, Artikel und Internetseite. Und jetzt habe ich für YouTube was. Und zwar will ich jetzt ein Video da reinpacken. Oder so ein Plugin quasi. Kein Plugin, so ein iFrame. Genau, iFrame will ich jetzt da reinpacken. Und da gehe ich jetzt da unten mal, welches Video wählen wir aus? Ich nehme jetzt das Teil 1. Und dann gehe ich bei YouTube einfach da unten auf Teilen, einbetten
Und dann wähle ich die Größe aus. Ich nehme immer 640 mal 360. HDBS könnt ihr auswählen, ist jetzt nicht notwendig. Ich wähle jetzt mal HDBS aus, es ist dann ganz sicher. Und nach Ende keine vorgeschlagenen Videos, doch ja. Ohne einfach Steuerung C. Dann gehe ich da rein. Und zwar gibt es dann auch da visuell und HTML. Das ist HTML ist quasi selbst programmieren. Und visuell ist so per einfach so malen kann man sagen. Ich schreibe jetzt mal Hallo. Und jetzt kann ich das markieren und dann einfach breit machen. Und normalerweise müsste ich dann so schreiben. Nee, doch. Ich weiß es gar nicht mehr. Sehen wir gleich. Nee, strong, genau, strong war das. Und dann wieder Stick. Und jetzt ist so ein HTML. Ich kann mich hin und her switchen. Und dann schalte ich einfach mal das iframe, was ich hier habe, durch dann einfach unter HTML, ist wichtig, einfach irgendwo hochsetzen. Dann kann ich es mir visuell angucken, ist einfach so ein, quasi so ein Kästchen in, das ist unser iframe. Auf, dann setze ich da unten noch ein BR, das ist eine Leerzeile. Kann jetzt unten nämlich auch weitermachen. Und noch weitere Leerzeichen setzen. Genau. Noch veröffentlichen. Kommentare erlauben. Nein. Und dann. Und das ordne ich jetzt mal für euch unter der Unterordnung von Neuigkeiten unter. Und mal auch veröffentlichen. Das haben wir alles mal so wenig gemacht. Und dann kann ich auch wieder die Reihenfolge auswählen, habe ich jetzt vergessen. Ich mach's mal 1. Und dann war es das mit YouTube. Dann könnten wir es uns auch mal angucken. Ich jetzt mal auf Impressum, dann sieht man hier YouTube. Dann zeigt sie an, dann kann ich auch wiedergeben. Und ja, das war's. Dann gibt es noch. Was gibt's noch? Genau. Das mit dem Artikel, genau, ich will ja den Artikel, schließen wir mal ein bisschen was. Den Artikel will ich ja nicht unter Home haben, sondern unter Neuigkeiten. Und das mache ich ganz einfach unter Einstellungen. Und dann gibt es, ah genau, dann kann ich erstmal Untertitel mache ich weg. Das ist in diesem Fall eine weitere WordPress-Seite, mache ich weg. Dann das meine, passt alles. Ja, passt auch. Jeder kann sich registrieren. Ja, mach mal Abonnent. Zeitzone ist plus 1. Dann Datumsformat ist, welches nehmen wir? Ja, das obere. Zeitformat, so. Woche beginnt am Montag. Änderungen speichern. Dann auf Schreiben mal. Handeln wir mal schnell alles durch. Größe der Xbox passt. Emotions umwandeln passt. 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 Dann, das können wir jetzt mal auslassen. Und dann, ja, da hat jetzt alles gepasst, dann unterlesen. Jetzt. Da kommen wir jetzt schon hin. Und zwar unter Neuigkeiten. Startseite ist Neuigkeiten und Startseite so, genau. Jetzt auf Übernehmen. Und kann ich ganz nächste Kurzfassung auch auswählen. Und jetzt gucken wir es uns mal ganz kurz an. Ich gehe mal auf der Startseite. Hä? Startseite.
Oh, das habe ich anders gemacht. Das habe ich. Jetzt wähle ich mal Startseite Impressum aus. Änderungen übernehmen. Jetzt seht ihr, jetzt gibt es nur noch Home, ist alles Impressum quasi. Und er zeigt sich nichts weiter an und Neuigkeiten. Ist denn das? Er müsste quasi noch eine Home-Seite erstellen. Das machen wir mal ganz schnell. Einfach nur Seiten. Erstellen. Nee, jetzt mal Home. Herzlich willkommen auf meiner Internetseite. Genau, veröffentlichen. Das andere ist jetzt alles egal mit Kommentaren und so. Das wisst ihr ja inzwischen, hoffe ich mal. Und jetzt ist lesen nochmal, gehe ich jetzt drauf. Und da wählen wir Home-Seite als Startseite aus. Und Artikelseite ist Neuigkeiten. Jetzt auf Änderungen übernehmen. Wie gesagt, das ging jetzt echt extrem schnell. Und wenn ich jetzt auf Home gehe, ist Home. Ja, so wie ich es wollte. Herzlich willkommen auf meiner Internetseite. Impressum ist Impressum und Neuigkeiten ist jetzt der Artikel. Genau. So, jetzt habe ich euch alles eigentlich erzählt über Artikel und Seiten erstellen. Wir handeln jetzt noch ganz schnell die Einstellungen durch und dann auch schon wieder das Ende. Ja, erlaube Link-Benachrichtigungen von anderen Weblogs, ja. Ja, müssen Kommentare und E-Mail, ja. Müssen registriert und angemeldet sein. Nein. Kommentare zu Artikeln schließen, die. Nein. Verschachtelte Kommentare, ja. Jemand einen Kommentar. Nein, keine E-Mail schreiben. Nein, auch nicht, wenn es auf Freistellung wartet. Nein, gar nichts. Kommentar, Moderation und dann war es eigentlich auch schon. Ja, dann zeige Avatare, keine Avatare, doch, zeige Avatare. Und ja, dann, nein, mache ich Gravatar-Logo. Das ist jetzt ein anderes Thema für sich. Und ich mache jetzt keine Avatare, machen wir es einfach so. Und übernehmen. Dann gibt es Mediathek, ist eigentlich jetzt unwichtig. Ja, dann Privatsphäre ist auch unwichtig in dem Fall. Das war am Anfang schon, konnte man es einstellen und Wärmelinks. Ah, das ist jetzt schon was Interessanteres. Ich kann nicht auswählen, wie das nach dem Schrägstrich sein soll. Da Deck und Name, also Tag und Name. Monat und Name, nein, Artikelname, ja. Und Änderungen übernehmen. Ja, das war's dann auch quasi für das Mal. Das nächste Mal wird dann schon das vielleicht Design installieren oder das erste Plugin mal gucken. Nee, wahrscheinlich erst Design. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall vier Seiten schon. Ich baue das jetzt ein bisschen vielleicht noch weiter aus. Und nee, ich lasse es jetzt erstmal so, genau. Ja, und das war's eigentlich jetzt auch schon. Ja, das nächste Mal geht dann wahrscheinlich so um Designs oder Plugins. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall kommt morgen, übermorgen wieder das nächste raus. Mal gucken. Ich tue jetzt auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich jetzt Designs oder sowas. Und danach kommt irgendwann Impressum. Und danach kommt auf jeden Fall, dass ich nicht mehr .bplace.net hinten stehen habe, sondern einfach .de.vu. Und das ist dann auch kostenlos. Und dann wollen wir eigentlich, dass es dann so eine kostenlose Ding hat. Und wenn wir das haben, dann sind wir erstmal fertig. Genau. Also vorerst, ich weiß nicht, ob es da noch was Neues, ob mir dann noch was einfällt. Ja, auf jeden Fall, bleibt dran am Ball. Ja, wie gesagt,
Macht einfach mal nachstellen und vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal und tschüss. Noch nicht genug von WordPress? Dann schau doch einfach mal die nächsten bzw. die letzten Videos an.